Zeit ist schon recht fortgeschritten und ich komme jetzt zum letzten Stück des Abends. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei einem wundervollen Publikum bedanken. Gut, wieder hier zu sein, gewesen zu sein. Schön, dass Sie alle da waren. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Freude gemacht und Spaß gemacht. Und ja, so ist das. Und ein großes Dankeschön auch an das ganze Janhallen-Team, an Julian am Mischpult, an das Technik-Team, an alle, die dazu beigetragen haben, dass so ein Abend stattfinden kann. An NMT für den Kartenverkauf, für diejenigen, die Stühle gerückt haben und die Kerzen angezündet haben und nicht zuletzt diejenigen Geschäftsinhaber, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, die bereit waren, Plakate in ihre Schaufenster zu kleben. Da kommen ja nun 1000 Leute hier in Ordenham, nicht? Und überall möchte jemand das Plakat aufgehängt werden und an die auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass die immer wieder bereit sind, da auch Plakate hinzukleben. Weil so eine Veranstaltung lebt auch so ein bisschen von der Werbung, die man vorher macht. Ja, also von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie alle. In eigener Sache noch, im nächsten Jahr wird es eine Homepage geben. Die gibt es jetzt schon. Da steht noch nichts drin, die wird jetzt nur gefüllt. Ja. Aber man kann die schon aufrufen, aber wie gesagt, das kostet einem nicht viel. Die kann man sich aber leicht merken. Also Becker ist ja bekannt, so, nicht? Und dass ich Reinhard May gerne mag, weiß man auch. Und wenn man aus Becker und May, May Becker macht, aber das May ohne E, weil Englisch ist moderner, nicht M-Y, und May Becker, und dann einfach .net, nicht? Vielleicht findet der eine oder andere mich nett und das ist eigentlich eine nette Eselsbrücke, wo man sagt so www.maybecker.net und da kommt dann Bilder, Fotos rein und irgendwie Termine, wo ich denn zu finden bin mit dieser Musik und man kann mich auch mit einer Mailadresse erreichen, die dann natürlich auch maybecker und dann net und dann ein ewe.net. So, also kann man sich ganz einfach merken. Das so in eigener Sache mal. Auch in eigener Sache, das nächste Mal hier in der Jahnhalle, der Termin steht auch schon, wird der 25., also jetzt dürfen Sie die Handys wieder einschalten. Nicht, kann man, haben Sie die nicht ausgeschaltet? Wird der 25. Februar 2017 sein. Dann ist das nämlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nicht? So, zum Beispiel, wenn man dann wiederkommen mag, das weiß ich ja nicht. So, nun komme ich also zum letztes Stück. Schön, dass Sie alle da waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns hier Anfang 2017 wieder oder vielleicht irgendwo hier in der Gegend, wenn ich da mal bin. Das wird man dann vielleicht in der Zeitung sehen oder auch auf dieser Homepage. So, das nächste Stück. Liebe Frauen, ich hoffe, Sie gehen jetzt alle nicht mit Schmerzen nach Hause. Ich habe noch was vergessen. Nee, das mache ich gleich. Sie gehen nicht mit Schmerzen nach Hause und können mit Ihren Wohlbehalten nach Hause kommen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil das ist ein bisschen peinlich. Also meine Konzerte führen bei Frauen in der Regel nicht zu Schmerzen. Hoffe ich jedenfalls. Oder ist hier eine Dame, die jetzt Schmerzen verspürt hat? Nee, sieht nicht so aus. Es meldet sich niemand. So, da bin ich auch ganz beruhigt. Sonst wäre ich ja schuld. So, liebe Männer, jetzt seid ihr dran. Ich erzähle euch in der dritten Strophe. Wohlgemerkt in der dritten, ich sage das dann noch an, wie ihr eure Frauen verführen könnt. Ja? So, wie ihr eure Frauen verführen könnt. Das geht leider, muss ich sagen, nicht am heutigen Abend. Das geht nicht am heutigen Abend. Dafür müsst ihr mit eurer Frau. Ich habe etwas Schönes gekauft. Ist das nicht schön?
schön? Ist das nicht schön? Das hängen sich Leute an den Weihnachtsbaum. Ja? Da kann man auch 50-Euro-Scheine reinstecken. Das hänge ich hier mal hin. Irgendwie. So, der ist doch nett, nicht? So, also, liebe Männer, nicht? Also, dritte Strophe, merken, da erzähle ich euch, wie ihr eure Frauen verführen könnt. Aber dazu müsst ihr eurer Frau eine Eintrittskarte oder eine Karte für die Oper oder Operette schenken. Weil, ja, da verspürt man dann Schmerzen. Die Dame jedenfalls. Ja, und von daher, liebe Damen, aufgepasst, es ist nicht böse gemeint, was ich hier jetzt singe. Das entspricht den Tatsachen, da kann ich später vielleicht auch mal irgendwann noch zurückkommen. Und liebe Männer, die dritte Strophe, ja. Dritte Reihe Parkett, man gibt die Zauberflöte. Neben mir diese Schönheit auf dem Nachbarsitz. Ihre Verzwangen umspielt für sich farbende Runde. Ihr Seidenkleid hat an der Seite einen Schlitz. Ihr Hals ist Alabaster, ihr Busen erhaben und ihr Duft betört den Schwan, den Orchestergraben. Doch ich merke irgendetwas stimmt mit ihr. Ein Schmerz verzerrt das engelsgleiche Gesicht. Mein Blick gleitet hinab an ihrer schlanken Silhouette und da habe ich es entdeckt. Sie trägt die Abendpantolette, sie trägt die Abendpantolette, oh, 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 die Abendpantolette. Die süßen kleinen dünnen Lederriemchen machen kleine tiefblut unterlaufende Striemchen. Über den Zeigezeh spreizt sich der kleine Zeh unter den Hammerzeh. Oh, und das tut weh, sie trägt die Abendpantolette, oh, oh, oh. Ihr Anblick ist ein irgendwie obzöner, der Fuß sieht aus wie Gammelfleisch im Döner. Sie blickt stumm, ich weiß warum, ihre Abendpantolette bringt sie um. Freunde, ich sag euch, ihre Abendpantolette bringt sie um. Reitet majestätisch zur Preisverleihung über den roten Teppich stolz und begehrenswert. Sie empfängt heute die ultimative Weihung. Sie wird heute mit der goldenen Veronika geehrt. Aufgebrezelt und gestaltet Glanz und Glitter regelt sie sich ausgiebig im Blitzlichtgewitter mit den üblichen Verdächtigen, die jeder kennt. Den hageren Hyänen vom Charity-Event. Ich seh sie neckisch, ein Bein seitlich aus der Robe stemmen und eine heiße Träne in ihre Augen quellen. Sie trägt die Abendpantolette, oh, die Abendpantolette. Ich seh zehn mit blau-schwarz gequetschten Krallen, ich seh scharlachrot aufgescheuerte Ballen. Und als Hobbymediziner erkenne ich genau Hämatoma, Lux, Valgus und Venenstau. Sie trägt die Abendpantolette, oh, oh, die Abendpantolette. Ihr Schwanz zu einem Lymphsee angeschwollen und die Knöchel aufgequollen wie Knoblauchknollen. Sie klingt um, sie geht klumm, klumm? Ihre Abendpantolette bringt sie um, die arme Heidi. Ihre Abendpantolette bringt sie einfach um, die arme Heidi. Ihre Abendpantolette bringt sie einfach um. So, liebe Männer, jetzt müsst ihr aufpassen. Zuhören. Die Frauen hören das mal.
Du willst sie erobern, du willst sie verführen, dann verlier keine Zeit mit schleimigen Liebesschwüren. Vergiss Kerzen und Rosenblätter um die Badewanne. Ihr Herz schenkt dem selbstlos einfühlsamen Mann, der fürsorglich ihren Fuß entblößt und sie von ihren Folterschuhen erlöst. Selbst ein Eisbergentier zur Granate im Bette befreist du sie von ihrer Abendpantolette. Und meine Freunde, was eine Frau wirklich erlebt, erlebst du erst, wenn sie deine alten, ausgetretenen, plattgelatschten, schlappen Filzpantoffeln trägt. Sie hat das Wahlrecht erkämpft, die Gleichberechtigung erobert, das Heimchen am Herd in die Wüste geschickt. Sie hat den Macho und den Nanga-Part bezwungen, sie hat den Kanzler aus dem Kanzleramt gekickt. Sie macht mit dem Airbus jede Seite mit Landung. Sie rettet den Rettungsschimmer aus der Brandung. Wenn sie bescheuert genug ist, kann sie zur Bundeswehr gehen. Und wenn es drauf ankommt, bringt sie auch im Stehen. Vorbei die Sklaverei, sie sprengt alle Ketten. Doch wenn es Abend wird, trägt sie Abendpantoletten. Aus 31 Gelenken und 26 Knöcheln, die kann sich Frau verrenken. In Schuhen von perversen Frauen, Hassern erdacht, das Hühnerauge weit, der Orthopäde lacht. Sie trägt die Abendpantolette, oh, 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 die Abendpantolette. Ein Frauenleben lang in Angst und Schrecken, im nächsten Fuß am Peter festzustecken. Ach, wie gut, dass ich als Mann mausegraue Frottee-Socken in geräumige Sandalen tragen kann. Ich bin ein Glückspilz, dass ich mausegraue Frottee-Socken in geräumige Sandalen tragen kann. Danke, liebe gute Fee, dass ich mausegraue Frottee-Socken in Thank you.